ich bin so die Erzählerstimme von Gabi Stimme. Ich bin die Vergangenheit, das ist die Gegenwart, retrospektiv eine enorme Rolle. Dann habe ich in dem Ort, wo die Adele Kurzweil gelebt hat. Ich heiße Adele Kurzweil. Kann man sich eigentlich an was erinnern, das man selbst nicht erlebt hat? Man muss es irgendwie anders erinnern. Auf Spurensuche gehen, nachlesen, Denkmäler setzen oder zum Denken anregen mit Kunstwerken, Aktionen, Gedenktafeln, ist wie die Stolpersteine. Aber was, wenn man sich gar nicht erinnern will? Es gab und gibt ja auch viele, die die Zeit des Nationalsozialismus am liebsten vergessen würden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. An Adele und ihre Eltern erinnern sich heute noch viele. Auf ganz unterschiedliche Weise. Ich würde gerne so viel mehr über Adele wissen.